Du bist gestern hier angekommen. Wie war so dein erster Eindruck? Ja, eigentlich sehr gut. Ich habe es geschafft, bei schönem Wetter noch kurz durch Berlin zu fahren. Und da fährt man aus Berlin raus und dann seid ihr schon groß angeschrieben. Also es war nicht zu verfehlen. Nee, eigentlich tolle Reise gehabt hierhin. Sofort alles gefunden. Und bei dem Wetter ist es natürlich richtig schön, da bei euch anzukommen. Eine schöne Stadt kennenzulernen. Also mich hat es sofort begeistert. Hat auch alles geklappt bis jetzt. Also organisatorisch Kompliment. Großes Dankeschön. Du bist das erste Mal hier? Ja. Richtig. Die FIS führt ja hier ein Trainingslager für Nachwuchsspringer in Hamburg. Was ist das Ziel dieses Trainingslagers? Ja, es gibt verschiedene Nationen innerhalb der FIS-Familie, die einfach nicht so gute Möglichkeiten haben zum Trainieren. Und die versuchen wir zusammenzunehmen, versuchen ein Camp zu machen. Bestenfalls mit einem Wettkampf zum Schluss des Campes, so dass sie sich einfach austauschen können, so dass sie auch untereinander trainieren können und sich so entwickeln können. Das ist so ein bisschen das Ziel. Wir haben jetzt hier doch Nationen. Gestern sind die Ukrainer mit mir zusammen angereist. Es ist natürlich schön zu sehen, dass sie überhaupt aus ihrem Land raus dürfen und vielleicht ein paar Stunden mit Freunden zu verbringen und so auch ein paar andere Gedanken einzuheimsen. Und wir versuchen natürlich auch, auf Sprunganlagen, die wir vielleicht nicht aus Farb- und Fernsehen kennen, sondern eigentlich die für sie auch gut erreichbar sind, Camps anzubieten. Mit dem Ziel, viel Skispringen, viel zu trainieren, viel auch neben der Schanze Erfahrungen zu sammeln und Netzwerk zu machen, Netzwerk zu betreiben. Zum Schluss noch die Frage, wie ist dein offizieller Titel? Oh, ich habe eigentlich gar keinen offiziellen Titel. Ich darf das für die FIS ein bisschen koordinieren. Wir haben noch zwei Trainer, die dann für Skisprung und für nordische Kombinationen die ganze Arbeit machen. Das ist der Sandro Sambugaro und der Paolo Bernardi, beides Italiener, beides sehr gute Trainer, erfolgreiche Trainer, die sich dann hier wirklich um die Kids kümmern und versuchen auch ihr Wissen da weiterzubringen in die verschiedenen Nationen.
paņem briesmīgas lēpes. Jā. Tā kā tā kā ļoti tos ostot ir... Piece of wood, it doesn't. And if you learn this, also good. Then when you put down the poles, that it. No, that very lection I'm on here to. Oh, hey, I'm busy. Während dieser Veranstaltung des FIS-Lehrganges eine kleine gemütliche Runde zu machen. Дорогие спортсмены, тренеры, мы очень рады приветствовать вас здесь на наших великолепных трамплинах и в городе нашем Bad Freienwalde. И я. Sandro Samugaro. Ja, genau. Samugaro. Genau. Hat heute Geburtstag. Oh. 57 Jahre. 57 Jahre. Und wir möchten ihm ganz herzlich gratulieren. Sandro, ganz offiziell. Danke. Und nochmal Dankeschön, dass ihr hier seid. Danke euch. Und am Camp teilnehmt. Es ist bedanke vielmal euch. Und ich wünsche euch so viel Erfolg für die Zukunft. So, in 5 Minuten, ich war in einer Konditorei, ich habe etwas Kuchen gekauft für die Junge. Und an der Ende können wir alle zusammen ein Stück Kuchen. Am Ende möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei der FIS, dass wir das hinbekommen haben. Bernie ist ja heute nicht mehr da, er ist ja heute abgereist, aber sozusagen verantwortlicher Spezialsprung. Und Paolo verantwortlich für NK Nordische Kombination, richtig? Labdien, es esmu no Latvijas. Mēs esam atbraukuši 17 bērni un 4 treneri. Un mums ļoti patīk Bad Freienwalde. So, man jau saka, ja 15 hatom vaļu. Két edzős, 4 ugro. Nagyon köszönjük a lehetőséget a szervezőknek, és nem először vagyunk már itt a FIS-táborban, és jól érezzük magunkat. Köszönjük szépen! Від імені України вітаю всіх тут присутніх, передаю полум'яний привіт. Ми приїхали із селища Ворохта, це в Карпатах. У нас 4 учасника, 2 дівчинки і 2 хлопчики. Одна дівчинка представляє Київ. Ми дякуємо організаторам Міжнародній Федерації, організаторам, які організували цей збір. Нам тут дуже подобається, все дуже гарно. І ми дуже вдячні за те, що нас запросили, бо в даний час в Україні у нас війна. І ми не можемо змагатися, у нас відмінили всі змагання, а ми тут будемо стартувати. Я дуже дякую і сподіваюся, що ми
що ми добре виступимо і будемо задоволені цим збором. Якщо нас запросять, ми приїдемо ще. Дякую. Добрий вечір, good abend. Ми ми прийшли до Словенська, wir sind von Slowakei gekommen, Region Banská Bystrica und wir haben 5 Sportler, 3 Jungen und 2 Mädchen. Wir sind viele von uns sind hier das erste Mal und mir und meine Team gefällt sehr gut hier. Haben wir noch einen Sportler von Ukraine, er kommt im März nach Slowakei und eine Familie genommen, dieser Sportler, und trainieren mit unserer Mannschaft. Ich möchte bedanken Dieter und deine Gruppe, ja, deine Gruppe und auch Sponsoren, Familiensponsoren bedanken. Dankeschön sehr und denke, der Wettkampf wird sehr gut hier und viel Glück für die Zukunft mit kleinen Sportlern und mit dieser Arena. Jetzt haben wir die Sakartolotan, ich bin die Nazische Madgenlobby, ich bin auch Schwakuriani da, Madloba Organisatoren, Madloba bis Melas. Dankeschön! Bună seara, în primul rând. Sunt din România, sunt aici cu doi sportivi, o fată și un băiat. Ne bucurăm să fim alături de oamenii de aici care sunt foarte primitori, împreună cu organizatorii de la Federația Internațională, care ne ajută în dezvoltarea sportivilor. Sono Paolo Bernardi dall'Italia, ringrazio gli organizzatori che hanno messo in piedi e aiutato la FIS a organizzare questo camp. È stata una bellissima esperienza fino ad oggi, abbiamo ancora 2 giorni e faremo anche la gara finale. Ringrazio tutti i ragazzi, gli allenatori, è sempre bello lavorare con loro. E buon divertimento e buon continuazione. Thank you.
Der Organisator und Ausrichter dieser Trainingswoche wird dargestellt durch die entsprechende Fahne, die Internationale Skiföderation, die FIS. Also wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir das hier in dieser Woche machen durften in Bad Schweinwalde. Der Träger der georgischen Fahne oder Trägerin, Georgi Diakonovi. Und die lettische Fahne trägt die Sportlerin Ailita Krasilčíková, so ist es richtig. Als nächstes Adam Pilch, der Träger der polnischen Fahne. Als nächstes ist die rumänische Flagge dran. Wir sehen hier Andra George, die slowakische Fahne. Trägerin Sara Zelenčík. Mit einem ganz besonders herzlichen Willkommensgruß die Ukraine, Träger Nicole Kniazeva, also ist ein Mädchen. Und im Anschluss die ungarische Flagge. Träger Darius Ponacz-Tot und last but not least als Gastgeber zuletzt die deutsche Flagge und die Trägerin ist eine sehr hoffnungsvolle junge Nachwuchsspringerin bei uns im Verein im WSV Bad Schweinwalde, Mila Twarok. Matruscha Rusch, die Trägerin der Flagge der Europäischen Union. So, und besagter Noah Trutewig. Die Startnummer 3 ist jetzt am Ablauf vom BSV und ich bekam gerade ganz frisch die Information, der Junge wird erst 6, der ist 5. David Bujok, BSS Wisła von unseren polnischen Sportfreunden. Club LKS Klimczok Bystra, Philipp Gruß. Diese Altersklasse 7-8 männlich beendet Olivier Michalozuk. BSS Wisła aus Polen. Es folgt die Nummer 9, Annaline Deinert, ebenfalls eine Springerin vom gastgebenden BSV. Mölder, WSS Wisła aus Polen. Diesen Mädchendurchgang beendet Viktoria Michalozuk, WSS Wisła aus Polen.
Es folgt die 15, der vorletzte Springer im ersten Durchgang K10, Oskar Köppen, WSV 1923. Die Startnummer 16, Marek Matuschny vom WSS Wiesbaden aus Ulm. Startnummer 14, Olivier Miklinski-Pschonka, LKS Klimczok-Bistra. Also nochmal der Name Melania Rysela Ozzolina. Die Startnummer 18, Altersklasse 10 weiblich. Es folgt die 21 mit einem einheimischen Adler wieder vom WSV 1923, Simon Krug. Ein Vertreter unseres einheimischen Vereins, Emil Weslau. Die Sportfreunde vom SSV Geier, Starke Johannes, der nächste Starter, die Nummer 25. Antoni Sliwinski vom LKS Klimczok-Bistra ist der nächste. Er hat die 23 und heißt Bartosz Matuschny. Wieder eine einheimische Springerin, Carla Anklam vom WSV Bad Freienwalde. Und da beginnt eine polnische Sportfreundin, Aleksandra Wojcik vom WSS Wisła. Und bei den Mädchen beendet diese Altersklasse Krista Alize Lamstere aus Lettland vom Club Latvia Oglas Nils. Vorletzter Atriu Mulak von unserem einheimischen WSV Bad Freienwalde. Er hat die 41. Wawach vom WSV Wisła den ersten Durchgang auf der K21. Die Startnummer 42. Es folgt die 37, Dominik Bujok, WSS Wisła. Es folgt sein polnischer Landsmann vom LKS Klimczok, Karol Kwiatkowski, die 38. Anja Rost, sie hat die Startnummer 45. Der Startnummer 48, Sarah Zelenczyk, sie kommt vom Skiclub Slowakei.
Es folgt Lena Bogusch vom LKS Klimschok Bistra, die 47. Ebenfalls von Bistra, David Urbotschka, der hat die Strafe auf 54. Konrad Klimund, der hat die 58. Die 51 Adam Pilch, WSS Bistra. Und hier können wir uns auf einiges gefasst machen. Vom BSV 1923 Minna Anklamp ist die erste, die Startnummer 61. Mila Twarok, die 62. Folgt die 69, unser Einheimischer Otte Manke. Die Startnummer 70 am Ablauf, Michael Schießwa von WSS Bistra. Marek Potanczok mit dieser. Mateusz Rusz, LKS Klimczok. Am Start Marta Schiborski aus Bistra. Es folgt Olivia Buri, die Startnummer 73 aus Bistra. Ailita Krasilchikova, Latvia Ogre Steels und die Alain Sternhal, LKS Klimschok Bistra. Es beginnt Jakob Sihoflas aus Bistra, die Startnummer 79. Es folgt die 84, Nicole Kniazeva aus der Ukraine. Die 83 am Ablauf, Altersklasse 13, 14, weiblich, Kira Maria Kapuštíková aus der Slowakei. Die 14 männlich beendet Vitali Drutschkiv aus der Ukraine, die Startnummer 91. Nächster Starter, die 88, Maciej Kubica, LKS Klimczok Bistra. Die Startnummer 90, unser nächster Wettkämpfer, die trägt ein einheimischer Skiadler, Florian Fechner. Sitzbereit die 94, Esmeralda Alievi aus Georgien. Es folgt die 97, Andra Maria George. Eine rumänische Sportlerin.
ganz stolz, dass unsere Alvine Holz vom BSV Bad Freienwalde schon bei diversen nationalen und auch internationalen Wettkämpfen in ihrer Altersklasse so diverse Titel abgeräumt hat. Unseres nächsten Starters, der zu sehr, sehr großen Hoffnungen berechtigt. Er startet immer noch für den BSV 1923 Bad Freienwalde, ist aber mittlerweile schon nach Thüringen delegiert. Moritz Terey. Es geht dann also weiter mit dem schon besagten Ilja Chebolda aus der Slowakei, die 101. Der nächste slowakische Springer, Hector Kapuštík, die 103. Die 112 ist der nächste Springer, kommt aus Rumänien und heißt Cosmin Florin Donciu. Die 111, Florian Lipke. Altersklasse 17, 18, männlich kein geringerer als derjenige Springer von unserem BSV 1923 Bad Freienwalde, der in seiner Altersklasse, national wie international, so ziemlich alles abgeräumt hat, was nicht nied- und nagelfest ist. Max Unglaube, 113, halten Sie sich fest. Gefolgt vom vorletzten Starter des ersten Durchgangs mit der 117, David Kelemen aus Ungarn. Die 116, auch wieder vom BSV 1923 Bad Freienwalde, Tim Leuchse, 116. Und der letzte Springer des ersten Durchgangs auf unserer K60, die 118, unser altgedienter Sportfreund Merlin Elske. Thank you.
Mm-hmm.